Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir befinden uns wieder im ersten Teil der, im ersten Teil des Pack Openings. Ich brauche auch Kohle. Ich habe mir da schon Spieler gekauft, schon zwei neue. Aber ich will noch einen dritten neuen Spieler und deswegen bin ich jetzt auch hier direkt mal rein und mache die Aufnahme, damit ich weiß, wie viel Spieler ich noch verkaufen muss, um ihn mir leisten zu können. Jetzt habe ich 44.000, er wird wahrscheinlich so zwischen 80 und 100.000 kosten. Ich brauche also noch ein bisschen was, holen wir mal noch die Belohnung ab. Danke. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass wir einen guten Pull haben und irgendwelchen geilen Scheiß rausziehen. Das letzte Pack-Opening war das letzte Geile? Mit Jesus, ich glaube, ne? So, jetzt machen wir das einfach nochmal, come on. Nochmal Jesus würde mir komplett reichen. Come on, irgendwas Geiles, bitte. Wenigstens ein Leinwandspieler. Wenigstens ein Leinwandspieler, bitte. Komm. Komm, Leinwand. Leinwand! Sehr gut. Was Geiles? Argentinien kann geil sein. Weiß ich nicht. Ist das geil? Ist das, glaube ich, nicht geil. Ach, 83er. Minimum für Leinwand. Der ist nichts wert, schade. Aber dahinter kann auch Jesus sein. Jetzt, wo ich weiß, wie viel er wert ist. Aber er ist nicht dahinter, schade. Oh, da ist noch ein bisschen was wert, aber naja. 3-3 hatte ich gesehen. 3-1. Ich schaue nochmal für 2-8 raus. Das Blöde ist, dass jetzt die Uhrzeit ist, wo alle ihre Packs aufmachen. Das heißt, dass die Spieler jetzt alle ein bisschen weniger wert sind, aber ich habe keinen Bock jetzt zu warten. Oh, Albiol ist auf jeden Fall nichts wert. Ah, komm, der ist super langsam, da kann nichts wert sein. Ach so, es kann natürlich sein, Squad Building Challenge. 1-3 habe ich gerade gelesen. Na, für 1.000 wird er wahrscheinlich schon weggehen. Ich stelle ihn für 1.000 rein. Ich hatte nämlich eigentlich keine Lust, Spieler aus meinem Verein zu verkaufen. Deswegen versuche ich hier krampfhaft jetzt damit das irgendwie hinzubekommen. Die Spieler schauen wir uns dann logischerweise. Moment mal, habe ich gerade Kostic? Ach ja, ich wollte gerade sagen, da ist doch ein Packs drin als Inform, aber nee, der war letzte Woche als Inform drin. So. Komm, bitte sei 10.000 wert. 450, 300, ist gar nichts wert. Okay, in dem großen Pack irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass hier in dem Megaset weniger geiles Zeug drin ist als in dem kleinen. Super oft hat man halt hier keine Leinwandspieler, weil die ganzen seltenen Karten geklaut werden von irgendwelchen mülligen Verträgen oder so. Komm schon, bitte, wenigstens ein Leinwandspieler, wenigstens ein Leinwandspieler. Oh, ich wusste es, habe ich nicht gesagt, man hat hier einfach so oft kein Leinwandspieler drin. Das ist zum Kotzen. Och, Mann. Gerade heute, gerade diese Woche, wo ich echt gebraucht habe, hier mal was Geiles zu ziehen, ziehen wir natürlich nichts Geiles. Scheiße, Mann. 950, der ist also nichts wert. Die seltenen schauen jetzt noch nach und dann, naja, war's das halt. Dann versuche ich die nicht selten noch zu verkaufen und dann gucke ich, wie viel Coins ich noch brauche und irgendeinen Spieler habe ich schon noch im Verein, den ich loswerden kann. 1-1, ah, vielleicht bekommen wir den für 1000 los. Der war mal viel wert, aber naja, das ist lange her. Ach, das ist ja nicht mal mehr 1000 wert. Ah, dass der nichts wert ist, habe ich mir schon gedacht. Okay, die guckt jetzt nie erst nach. Silberspieler schauen wir noch nach. Ihr guckt euch das an, wieder 1 Million seltene Goldverträge. Ich habe mir auch sehr viele seltene Goldverträge gekauft, weil ich habe ja ohne Aufnahme ein bisschen gezockt und das sind meine Verträge alle geworden. Deswegen habe ich mir die geholt und ich habe mir noch nie so billig goldene, seltene Goldverträge gekauft. Ich habe mir seltene Goldverträge gekauft für 200 bis 250 Sofortkaufwert. What the fuck? So billig waren die noch nie am PC. Also ich sag ja, es spielen viel mehr Leute dieses Jahr am PC, was ich geil finde. Und dadurch sind einfach viel mehr diese Verträge raus. Es ist sehr, sehr geil. Also ich habe noch, selbst unser PlayStation habe ich noch nie seltene Goldverträge für 200 oder 250 Sofortkauf gekriegt. Also mega geil. Ich nehme natürlich die hier trotzdem alle mit. Oh, 4 Fitness. Auf Garantie immer noch 800 wert. Hat natürlich den kleinen Nachteil, dass jetzt so Sachen wie die seltene Fitness, dass die halt jetzt alle weniger wert sind. Die gingen sonst immer für 1000 bis 1500 weg. Jetzt habe ich immer nur 800 bekommen. Aber jetzt scheint sie gerade ein bisschen mehr wert zu sein. Ich glaube, für 900 können wir sie reinstellen. Aber gut, mir ist natürlich lieber, dass die seltenen Goldverträge so billig sind. Und nicht, dass das andere so teuer ist, weil die Sachen, die braucht man halt oft.
Ja, noch mindestens. Also ich rechne mit noch 50.000, die ich ungefähr brauche. Es kann auch sein, dass ich nur 30.000 brauche, aber ich werde mal versuchen, 50.000 mir noch so aufzutreiben. Ich werde jetzt hier noch ein paar Sachen verkaufen, also brauche ich vielleicht. Also ich brauche irgendwas zwischen 30 und 40.000 noch, das ist gut zu wissen. Dann werde ich mal meinen Verein entrümpeln und noch ein paar Spieler loswerden. So, das ist alles egal. Oh, nochmal 1000 Coins, danke. Mir wäre natürlich noch ein extra Pack lieber gewesen. Hundert, 600. Ha, wir kommen sogar für 500 los. Was ist denn da los? Wer braucht denn so einen Spieler? Kann natürlich wieder sein, wie irgendein Spot-Building-Challenge oder so. Gut, dann war's das schon. Für euch geht's jetzt gleich weiter mit den Spielen und dann hoffentlich auch mit dem dritten neuen Spieler im Verein oder im Team. Und ich mache jetzt hier für mich erstmal einen Cut. Also bis gleich. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate. Ach nee, Quatsch. Ja, ich vergesse es wieder. Oder ich hab's wieder vergessen. Für euch ist es ja der zweite Teil, also ist ja gar keine neue Folge für euch. Für mich ist es halt eine neue Aufnahme. Bevor wir jetzt aber in die Spiele reingehen und ich vor allem euch meine neuen Spieler zeige, es sind ein paar, will ich nur schnell beim Audio die Kommentare wieder ausmachen. Ich habe wieder ein paar Spiele ohne Aufnahme gemacht, also einfach so unter der Woche und ich raff gerade nicht, wo Audio ist. Da muss Schanzer gerade, genau. Und da habe ich dann halt den Kommentator ein, wobei ich es total scheiße finde, dass man die Kommentarsprache nicht mehr auf Englisch stellen kann. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn man die Spielsprache, die man ja immer am Anfang aussuchen kann, also in welcher Sprache man das Spiel gerne hätte, ich gehe mal davon aus, wenn man da auf Englisch stellt, dann hat man auch die Kommentarsprache auf Englisch, aber früher konnte man das einfach so auch im Deutschmenü auf Englisch einstellen. Das ist irgendwie merkwürdig. Ich find's dumm, dass es das nicht mehr geht, weil mir gehen eigentlich die Deutschen auf den Sack. Ich habe keinen Bock auf die Deutschen. Weil die einfach immer total, also im Vergleich, wer schon mal die englischen Kommentatoren sich angehört hat, die kommentieren einfach viel natürlicher und viel besser als die Deutschen. Ich verstehe nicht, warum die das nicht hinbekommen. Also, ich weiß es nicht, aber es war schon immer so. Deswegen, als ich noch FIFA ohne Aufnahme gespielt habe, habe ich irgendwann mal die englischen Kommentatoren, das war vielleicht in FIFA 12 oder FIFA 13, habe ich mal die englischen Kommentatoren probiert und habe halt gemerkt, hey, die sind ja viel, viel geiler und natürlicher als die Deutschen. Und seitdem habe ich immer die englischen Kommentatoren angehabt. Aber jetzt habe ich die Deutschen angehabt, aber naja, was soll's. Okay, fangen wir mal an. Wir müssen eigentlich mit der anderen Liga spielen, mit der Bundesliga, aber da ist jemand verletzt. Müssen wir mal gucken, ob wir den reparieren können. Ansonsten müssen wir halt das erste Spiel mit denen hier machen, die nicht mehr volle Ausdauer haben. Also, neuer Spieler. Und zwar haben wir in der Calcio A-Mannschaft nur einen neuen Spieler, und zwar Perisic. Und der hat eigentlich auf der Karte ziemlich ausgeglichene Werte, also ziemlich ausgeglichene gute Werte, 86 Tempo, 85 Dribbling, 84 Schuss, 82 Pass, 79 Physis, ziemlich gut. Ich booste ihn mit Engine, Tempo, Dribbling, Pass und habe ihn jetzt zwei Spiele getestet. Ich finde seine Ingame-Werte gar nicht mal so krass, wenn ich ganz ehrlich bin. Dieser Gap zwischen Antritt und Sprintgeschwindigkeit, da gefällt mir nicht so gut. Deswegen war ich auch gezwungen, auf jeden Fall irgendwie seine Pace noch zu boosten. Dein Stellungsspiel ist ganz cool, der Abschluss nicht so geil, Schusskraft ist ganz okay, Fernschuss hätte ich auch besser erwartet, Volleys sind mir egal, Übersicht ist okay, nicht überragend, Flanken sind geil, aber man verwendet so gut wie nie Flanken, Freistoßpräzision ist egal, kurzer Pass nicht wirklich überragend geil, langer Pass auch nicht, also auch Passwerte sind jetzt gar nicht mal so mega krass, Dribbling, Beweglichkeit, naja, Balance kann man vergessen, Reaktion, naja, also ich gehe immer davon aus, das ist eine Inform von dem Spieler, der auch schon eine Scream-Karte hatte. Also es ist in Anführungsstrichen fast schon eine Second-Inform, ne? Und da muss man sich halt überlegen, dass das dann gar nicht mal so krasse Werte sind. Reaktionen, naja, Ballkontrolle ist okay, aber auch nicht wirklich krass geil. Genau wie bei Dribbling. Kopfballpräzision ist mir egal, Sprungkraft auch. Ausdauer ist natürlich mega nice, dass die so groß ist. Und der bekommt auch gutes Tempo, einen guten Pass und ein gutes Dribbling mit der Engine. Aber was viel wichtiger ist, in den zwei Spielen, die ich ihn gespielt habe, hat er sich wirklich geil angefühlt. Aber ob der sich gegen Insigne durchsetzen kann, das weiß ich nicht, weil der Junge ist so durchgestartet die letzten Spiele. Guckt euch seine Werte an. Der hat jetzt in 50 Spielen mittlerweile, und das wie gesagt, das meiste davon in den letzten Spielen, mittlerweile einfach mal 24 Scorerpunkte erzeugt. Also er macht fast in jedem zweiten Spiel einen Scorerpunkt und das ist einfach mal überragend gut als Außenmittelfeldspieler. Ich glaube, er ist mittlerweile sogar besser von den Werten her als Philippe. Natürlich hat Philippe Andersson mehr Spiele gemacht, aber wenn wir das mal kurz ausrechnen, 24 durch 50 ist 0,48. 0,48 gegen
Philippe ist unser bester bisher gewesen. Gegen 65 durch 140. 0,46. Also ist sogar Insigne mittlerweile besser als Andersen. Natürlich, wie gesagt, Insigne hat deutlich weniger Spiele gemacht. Andersen fast dreifach an Spiele. Und der war ja mal zwischendurch, war er mal bei 0,6 oder 0,7, glaube ich. Deswegen, ja, aber ich bin gespannt, ob, also Perisic fühlt sich geil an, aber ich bin gespannt, ob er sich gegen Insigne durchsetzt, weil Insigne hat vor allem Vorlagen hat er ständig gemacht in den letzten Spielen. Hat fast immer mindestens eine Vorlage gemacht. Und deswegen, aber er hat sich geil angefühlt, deswegen, er bekommt natürlich seine Zeit, unser Perisic. Er war natürlich auch sehr teuer mit 143.000. Müsste der teuerste Spieler jetzt mittlerweile sein in meinem Verein. Und ja, was hat Benatia nochmal gekostet? 75 mal 5. Von daher bin ich sehr gespannt, was Perisic in der Zukunft so zeigt. In der Bundesliga gibt es einige neue Spieler. Also ich bin erstmal wieder auf Origi gewechselt. Ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt hatte. Ich glaube nicht. Einfach, weil mir Jarmolenko also ich konnte ihn auch mit Gewinn verkaufen. Ich glaube, ich habe Jarmolenko so für 80.000 gekauft und habe ihn dann für über 100.000 verkauft. Und er ist halt auch einfach sehr teuer, der Jarmolenko. Origi ist mittlerweile auch ziemlich teuer geworden, 60.000. Aber Origi hat einfach die besseren Scorerwerte gehabt und er hat halt wenigstens 3 Sterne auf den schwachen Fuß. Er hat jetzt keine überragenden Werte bisher, 13 Spiele, 4 Scorerpunkte. Das sind gerade mal 0,3. Aber 0,3 ist immer noch besser als Jarmolenko. Der hatte, glaube ich, 0,22 oder so. Und Origi hat jetzt noch nicht so viele Spiele gemacht. Schauen wir mal, wie es weitergeht mit ihm. Aber ich werde ihn jetzt ich werde auf jeden Fall nicht Jarmolenko zurückkaufen. Ich werde erstmal Origi behalten und dann werde ich gucken, falls er mir nicht gefällt, ob es irgendwie eine Alternative gibt. Ach ja, und es ist, glaube ich, nee, das ist nur eine Inform, oder? Ist das eine Once-to-Watch-Karte? Nee, ne? Once-to-Watch sah anders aus. Die hat auch die Pfeile im Hintergrund, ne? Ja, das ist nur eine Inform. Weil der hat ja eine Glory-Karte und keine Once-to-Watch, aber die Glory-Karte von ihm ist halt Stürmer. Dann haben wir erstmal den Verletzten. Da schauen wir mal kurz, ob wir den reparieren können. Ja, Oberkörper. Wir haben durch Zufall immer genau, was wir brauchen. Sehr schön. Und hier haben wir einen gewissen Inform-Coman, der vor allem super schnell ist mit 94 Tempo. Deswegen hat er natürlich auch keinen Tempo geboostet bekommen, sondern als Pace-Kanone bekommt er mit Maestro, Dribbling, Schuss und Pass geboostet. Das passt perfekt. Er bekommt da auch sehr geile Werte. Und er hat sich wirklich sehr geil angefühlt. Er hat jetzt einen Scorerpunkt schon gemacht, eine Vorlage. Er hat sich wirklich sehr, sehr geil angefühlt. Und ich bin gespannt, ob er mir besser gefällt als Maximilian Philipp, der ja ganz okay war. Aber ich glaube jetzt auch nicht so viele Scorerpunkte erzeugt hatte. Das wird eine extra lange Folge, aber wir müssen ja ein paar Sachen klären. Und zwar hat Philipp gerade mal in 16 Spielen 4 Scorerpunkte. Ist jetzt nicht ganz so krass, aber der hat sich geil angefühlt. Aber gucken wir mal, wie es mit Coman aussieht. Ich glaube, hat er auch, ja, ganz gute Ausdauer mit 80. Das ist immer schön. Und was hat er eigentlich Origi für eine Ausdauer? 78, okay. Und neuer Stürmer, und zwar Gnabry, der ziemlich krasse Werte auf der Karte stehen hat. 91 Tempo, 87 Dribbling, 85 Schuss und ein einständiger Pass und Physis. Da habe ich eigentlich gehofft, dass der so eine Art Mertens wird. Aber ich bin ganz ehrlich, in den ersten beiden Spielen hat er sich ziemlich scheiße angefühlt. Also wirklich ziemlich scheiße. Sein linker schwacher Fuß, der eigentlich 3 Sterne hat, der hat eieiei Schüsse rausgehauen, komplett eklig. Er fühlt sich am Ball überhaupt nicht geil an bisher. Und ich hatte ihn zuerst gespielt mit dem Chemistry Style Deadeye. Deadeye boostet Schuss und Pass, weil er hatte eigentlich ein krasses Dribbling. Er hat auf der, guck mal, Ingame-Werte, Dribbling 91. Und er fühlt sich aber trotzdem nicht an wie 91 Dribbling. Er fühlt sich viel schlechter an. Und da habe ich mir halt gedacht, keine Ahnung, woran kann es liegen? Beweglichkeit nur 83, Ballkontrolle nur 83, Reaktion nur 80, vielleicht liegt's daran. Und da habe ich mir gedacht, okay, er hat schon einen ganz guten kurzen Pass mit 80, ist beim Stürmer nicht ganz so wichtig, dass er jetzt einen überragenden Pass hat. Deswegen will ich ihn auf jeden Fall nochmal mit dem Chemistry Style Sniper testen. Schuss wird er geboostet und halt Dribbling, damit halt vor allem seine Beweglichkeit, seine Reaktionszeit hochgeht und aber auch die Ballkontrolle. Und da bin ich mal gespannt. Also jetzt ist er auf jeden Fall ein totales Dribble-Beast. Du habe ich ihn noch nicht gespielt. Ich bin gespannt, wie er sich spielen lässt. Aber ich glaube, ich werde dann wieder auf Werner wechseln. Weil ich hatte zwar Inform Kruse als Stürmer getestet. Aber ich weiß gar nicht, habe ich den noch oder habe ich ihn schon verkauft? Ne, habe ich noch. Aber der war jetzt definitiv nicht besser, sogar ein Tick schlechter als Werner, wie man sieht. Er hat nicht mal in 16 Spielen mindestens einen Scorerpunkt pro Spiel und Werner hat in sehr, sehr vielen Spielen mehr als einen. Wo ist er? Hier. Ja, er hat in über 103 Spielen mehr als einen Scorerpunkt pro Spiel. Deswegen, ich würde wieder auf Werner wechseln, wenn Gnabry nicht funktioniert. Aber er bekommt jetzt auf jeden Fall noch ein paar Spiele Test und ja, das erste Spiel als Test machen wir jetzt. Ach ja, dieses Wochenende. Ah, oh, verdammt.
Ich glaube, ich habe noch einen Upload laufen von. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Normalerweise, wenn mir das passiert, dass ich noch einen Upload von einer Folge von FIFA laufen habe und ich habe gerade die Aufnahme gestartet, dann fange ich einfach neu an. Aber jetzt habe ich so viel gequatscht. Jetzt muss ich wieder unterbrechen. Hab dann den zweiten Teil. Dann mache ich. Dann, also euch geht's gleich weiter. Dann fange ich eine neue Aufnahme an. Dann habe ich drei Teile, die ich zusammenschneiden muss. Ach mein Gott, das ist wieder ein Aufwand. Egal, meine eigene Schuld. Ich muss jetzt mal kurz aus dem Spiel rausgehen. Und den Upload ausschalten und da unterbricht die Aufnahme sowieso, deswegen mache ich es per Hand. Also bis gleich. So, da bin ich auch schon wieder. Das ist jetzt der dritte Teil. Ihr merkt es natürlich nicht wirklich. Gibt vielleicht einen kleinen Schnitt. Ja, wir fangen an und es ist ein Wochenende, wo ich komplett Zeit habe, von Freitag bis Sonntag, aber ich will mir keinen Stress machen. Letzte Weekend League habe ich am Sonntag gemerkt, okay, es kann immer irgendwie sein, dass du komplett scheiße spielst. Ich weiß nicht, was da passiert ist letzte Wochenende, letzten Sonntag, warum ich so kacke gespielt habe. Ich habe eigentlich nicht schlecht geschlafen, ich hatte Zeit, ich weiß es nicht, aber ich habe einfach schlecht gespielt, ich habe das auch gemerkt. Und dann dadurch hat alles versaut und bin nicht mal Gold 1 geworden. Ich will mir jetzt keinen Stress machen, ich sage jetzt nicht, ich will mindestens Gold 1 werden oder Elite 3, weil ich mein ganzes Wochenende Zeit habe. Ich will mich nicht aufregen, ich will ruhig spielen, ich versuche gut zu spielen und selbst wenn jetzt die ersten drei Spiele unverdient verliere, nicht den Mut verlieren und gucken, was geht. Zur Not mache ich halt am Ende eine Serie oder versuch's zumindest. So, jetzt konzentrieren wir uns aber erstmal ein bisschen und machen direkt mal einen Fehlpass. Aber Sokrates ist zum Glück da. Was war denn das für ein Pass? Warum denn innen und nicht außen? Egal, es geht weiter. Ich bin jetzt in der Online-Liga mittlerweile in Liga 3. Ach, schade. Das war so nebenbei. Die ersten beiden Spiele, glaube ich, die ich gekriegt habe als Gegner in Liga 3, das waren beides Gegner, die total aggressiv immer mit einem Spieler auf den Ball vorgerannt sind, aber so richtig übertrieben. Also quasi mit dem Stürmer, mit dem eigenen Stürmer bis zum eigenen Strafraum gerannt und wieder zurück. Also total verrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich die gewonnen hatte. Ich glaube, eins habe ich gewonnen und eins habe ich verloren. Aber waren beide Spiele waren eigentlich besser. Aber egal, jetzt konzentrieren wir uns mal. Ah ja, ich muss aber dazu sagen, Gnabry hat bisher in den zwei Spielen. In den zwei Spielen ein Tor gemacht. Das war ein geiles Tor, muss ich zugeben. Aber er hat auch schon eine riesen Torschance versaut, von daher. Und wie gesagt, er fühlt sich auch nicht so geil an. Ich glaube nicht, dass er funktionieren wird. Also, dass er besser ist als Werner, sagen wir mal so. Werner hat ja auch vier Sterne auf den Schwachen. Von den Werten halt, die auf der Karte stehen, mega krass, mega geile, krasse Werte, aber. Oh, haben uns aber schön vernaschen lassen. Da haben wir echt super Glück, dass das kein Tor ist. Hätte eigentlich ein Tor sein müssen beim Gegner. Und es war total stümperhaft verteidigt. Ich rede gerade auch zu viel. Ich hätte vielleicht auch nicht anfangen sollen zu spielen und erstmal die ganzen Sachen noch abhandeln, bevor ich anfange, damit ich nicht mehr so viel zu reden habe, weil ich muss mich konzentrieren. Das war gerade so billig einfach. Also es waren richtig billige Schusstäuschungen, die man halt einfach knacken muss oder die nicht so passieren dürfen. Ich weiß gerade nicht, wo ich hinspielen soll. Da wollte ich eigentlich noch nicht hinspielen. Oh, geil gemacht von Schmelzer. Okay, er macht viele Fehler im Spielaufbau, das ist schon mal gut. Wieder, weil er teilweise auch einfach zu hastig spielt. Hätte es vielleicht mit Arangis selbst probieren sollen, aber ich wollte mich ja halt noch in eine bessere Lage spielen. Okay, konzentrieren wir uns mal weiter und versuchen jetzt hier mal uns Torschancen zu erspielen. Also muss ich halt mal aufs 4-1-2-1-2 gehen.
So, diesmal kann ich den nicht einfach so anflanken. Vielleicht den da. Was sind das eigentlich für eine Formation beim Gegner? Ich muss vielleicht nochmal Pause drücken und gucken, aber ich habe keinen Bock drauf. Das mache ich dann, falls ich ins 4-1-2-1 so gehe. Danke, schwach verteidigt. Ach ja, und Gnabry ist natürlich auch klein, also Kopfbälle oder so kann man komplett vergessen mit ihm. So ein Lacker, ey. Oh, ist das beschissen. Ich gehe jetzt ins 4-1-2-1-2. Es läuft nicht. Scheiße, Mann. Das ist so ein Kack. Wir hatten halt den Ball schon, aber ist egal. Weiter geht's. Und der Gegner hatte ja auch schon eine gute Chance. Also ist nicht unverdient, auch wenn das jetzt lucky war, dass er nochmal zum Schuss kommt, ist nicht unverdient, dass er hier 1-0 führt. Ach so, wir nehmen ihn da jetzt als. Ach so, ja, wir haben ja als Origi wieder. Dann nehmen wir den natürlich als zweiten Stürmer. Beide haben nur 3 Sterne auf dem linken. Coman ist Rechtsfuß, genau. So, dann probieren wir es mal. Ach, jetzt hätte ich nachgucken können, was auf eine Formation spielt. Verdammt. Na, wir gehen mal auf aus. Ach, kein Flügelwechsel. Scheiße. Gehen wir auf ausgeglichen. Schließlich spielen wir ja im 4-1-2-1-2. Hallo und Gehalt. Ach du Scheiße. Hallo und gehalten. Können also schon 1-1 stehen. Aber egal, wenn es so weitergeht, schaffen wir das schon. Ich glaube, ich hätte auch einfach schon eher aufs 4-1-2-1-2 wechseln sollen, weil ich habe eigentlich gemerkt, dass es nicht funktioniert gegen die Formation. So, es ist nicht besser geworden, wie man sieht. Ah, wobei, etwas besser ist es. Schauen wir mal. Ein bisschen Glück. Okay, Regie davon. Jetzt war gedeckt, da probieren wir es trotzdem mal. Oh, ich wollte zurückpassen. Fuck, ich hatte erst auf Schießen gedrückt, dann habe ich gemerkt, der steht nicht geil. Dann wollte ich zurücklegen und dann hat er eine Schusstäuschung draus gemacht, weil ich auf Pass gedrückt habe und vorher auf Schießen. Das war halt nicht so geil. Och, was für ein Pass! Zum Glück hat's geklappt. Das hat leider nicht geklappt, weil der Pass nicht gut genug war. Wow, ist halt Schmelzer. Ich bräuchte echt mal Alaba, sage ich immer wieder, aber lohnt halt eigentlich nicht. Aber egal, mit der neuen Formation haben wir auf jeden Fall Chancen, das Spiel hier erstmal auf Unentschieden zu spielen oder zu stellen. Und dann schauen wir mal weiter. Wir haben, also es ist echt schon direkt ein knackiger Gegner zum Anfang. Ist jetzt bestimmt nicht der Beste und ich spiele jetzt vielleicht auch nicht mein Maximum im ersten Spiel, aber dann haben wir direkt einen schwierigen Gegner erwischt. Kein Aufbaugegner auf jeden Fall. Hoffentlich entscheidet das eine Tor nicht das Spiel. Oh, ich dribbel schön ins Aus mit Schmelzer. Also, schönes Tor von Gnabry.
War super simpler Doppelpass mit ihm. Und ich wollte eigentlich zweimal schießen, aber ich hatte so ein spastisches Problem am Daumen, dass es wieder nicht richtig geschafft habe, zweimal zu drücken. Deswegen habe ich beim ersten Mal auf Schießen drücken auch zu lange aufgezogen. Deswegen geht er so hoch und presst sich unter die Latte. Das war doch mal ein gutes Tor von Gnabry. Wenn es so weitergeht, vielleicht hat er. Also, ich meine, klar, ich habe erst zwei Spiele gespielt. Wenn er die Tore macht, wenn er die Scorerpunkte macht, dann. Kann es auch gut sein, dass ich meine Meinung revidieren muss. Und. Er sich festspielt. Ich meine, kann passieren. Insigne, wie gesagt, El Shaarawy, Insigne. Beide Spieler, die haben überhaupt nicht funktioniert. Und jetzt ist Insigne so gut, dass er fast 0,5 Scorerpunkte macht. Und ich mich schon die Frage stellen muss: Wird Perisic sich vorbeispielen können? Das wird interessant. So, jetzt müssen wir aufpassen, wenn wir nicht weiter so einen Mist bauen. Alter, ich hab. Guck mal, extra den Lauf geschickt. Es dauert eine Stunde, bis der anfängt. Und dann läuft das sonst wohin. Schlecht verteidigt vom Gegner. Hat er irgendwie am Anfang besser gemacht. Aber ich glaube, er kommt halt wirklich mit diesen zwei Stürmern einfach nicht klar, die ich habe jetzt. Es sind einfach zu viele Positionen, die da vor seiner Abwehrkette rumeiern. Oder zu viele Spieler vor seiner Abwehrkette und da hat er Probleme mit. Es ist halt die Frage, ob ich die Formation lasse. Aber ich stand ja eigentlich defensiv auch ganz gut. Von daher lasse ich das mal. Eigentlich stehe ich ja im 4-2-3-1 meistens etwas sicherer. Schön gemacht mit Goretzka. Ziehen wir mal ein bisschen an. Oh, schlechter Pass, Tolisso. Schade, waren wir dran. Gegner hat Glück. Also klar, dass er wieder mit seinem Trick anfängt. Hätte ich gedacht, dass er wieder eine Schussdeutung macht, aber wir waren schon wieder dran. Und er verkackt seine Abschlüsse total. Also es war eigentlich schon wieder eine ganz gute Position, um zumindest aufs Tor zu kommen. Er hat jetzt schon dreimal richtig verkackt, wie ich finde. Ich traue mich nicht darüber zu passen. Ich traue mich auch nicht dahin zu passen. Ich glaube, ich muss ihn rausflanken. Wieso stehen die denn jedes Mal anders? Ich verstehe das nicht. Ach so, wegen Defensiv und Offensiv. Ja, okay, das macht Sinn. Scheiße, ich flanke mal auf Origi. Da ist doch großen Kopfballstreik. Vielleicht... Klappt's ja. Wir haben natürlich das Kopfballduell verloren. Toll. Können wir froh sein. Es kann auch locker ein Tor sein mit Eriksen. Schön zur Ecke. Aber der ist halt so aggro. Also der ist so dran. Der ist so am Pressen. Also... Wenn er jetzt nochmal so eine Abschlusschance hinbekommt, dann werde ich auch einfach wieder aufs 4-2-3-1 gehen und erst wieder zurückwechseln, wenn ich wieder unentschieden gespielt habe. Aber sonst... Och nein. Okay, war jetzt sehr eng, das ist dann immer schwer. Oh, scheiße. War noch ganz gut verteidigt, aber ich wollte mich echt aufs 4-2-3 einstellen. Ja, ich stehe jetzt um. Aber das darf halt nicht passieren da in dem Aufbau. Das darf nicht passieren. Egal in welcher Formation. Ja, da ist schon wieder zu dritt.
Zu dritt sind sie schon wieder auf meinem Ballführer drauf. Das ist so krass. Ich stelle jetzt auf jeden Fall. Ach, ist ja schon 78. Ja, gut, das habe ich gar nicht mitbekommen, ist, weil es ja so ein intensives Spiel ist. Also man muss halt sagen, eigentlich rein von den Chancen her wäre ein Unentschieden verdient, aber er verkackt halt einfach seine Abschlüsse massiv. Also die sind richtig schlecht. Kommen halt mir auch total überhastet vor, wenn ich ehrlich bin. Und jetzt spiele ich auf Zeit, logischerweise. Ach so, ich habe aber nicht die ganze Zeit schon auf Zeit gespielt, sondern ich wollte einfach nach vorn kommen, aber es war so dicht, dass es nicht funktioniert hat. Okay. Und jetzt ist aber die 80. angebrochen, deswegen gehe ich jetzt natürlich auf Zeit. Und ich habe gerade auch massiv Glück mit den zweiten Bällen. Das muss ich ganz, ganz ehrlich zugeben. Und jetzt wollte ich eigentlich mich umdrehen und auf meinen Torhüter spielen. Das hat leider gar nicht funktioniert. Das ist leider verdient. Ach, verfickt nochmal. Ach, das hätte ich besser spielen können. Es ist verdient, aber ich hätte es besser spielen können. Es ist verdient, aber unnötig. Und jetzt stelle ich natürlich auch nicht um, weil ich brauche ja meine Offensivkraft. Aber das war total unnötig. Verdient, aber unnötig. Ich hoffe, dass ich das Spiel jetzt trotzdem noch gewinne, weil das ist halt wieder so ein Ding. Ich muss einfach nur ein bisschen konzentrierter spielen. Egal, ob ich jetzt glücklich geführt habe. Ich muss einfach nur ein bisschen konzentrierter spielen. Und dann ist das Ding halt sicher drin. Also dann ist es halt mein Sieg hier. Jetzt habe ich es wieder verkackt. Und wenn ich jetzt verliere, ist es halt wieder ein Spiel, wo ich sagen muss, hättest du eigentlich gewinnen können. Deswegen muss ich es jetzt noch gewinnen. Egal, ob jetzt zuerst im Elfmeterschießen oder Verlängerung. Aber ich muss es noch gewinnen. Ach, wie dumm von mir, ey. Wie beschissen dumm. Hier, dann macht der Gegner solche Fehler und ich schaff's nicht, das auszunutzen. Wenn das nicht mal geil gespielt war, dann weiß ich auch nicht. Und mit Gnabry, der da. Er fühlt sich jetzt auf jeden Fall geiler an mit dem Dribbling. Ich weiß, dass Arangis das so geschafft hat, aber Gnabry die Vorlage. Er fühlt sich jetzt auf jeden Fall geiler an mit dem Dribbling. Ich hoffe, es bleibt so. Wenn er sich so weiterspielt, ich meine jetzt auch zwei Scorer-Punkte, dann wird es natürlich so sein, dass ich ihn behalten werde. Aber er muss sich natürlich auch das weiter so präsentieren. Das war halt gerade ein bisschen Glück, aber das Dribbling dann war auch sehr geil. Schöner Pass. Und Arangis macht ihn dann in das kurze Eck und das war's jetzt in der 90. Minute. Ich muss zugeben, meine Tore waren auf jeden Fall besser rausgespielt als die vom Gegner. Und es klingt jetzt total komisch, weil bis vor einer Sekunde habe ich noch gesagt, es ist total verdient, dass der Gegner den Ausgleich macht. Muss ich jetzt sagen, mit dem. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, zum Glück. Muss ich jetzt sagen, dass es mit diesem schon wieder sehr geil rausgespielten Tor und den doch auftretenden Fehlern vom Gegner, ich sogar fast sagen würde, es ist fast verdient, oder? Dass ich so leicht mit Vorsprung gewinne, aber es war wirklich schon ganz knapp. So, und er ist auch direkt Man of the Match. Man muss sich halt nur ein bisschen ärgern, die Spieler, dann kommen sie schon und zeigen immer, was sie drauf haben. Aber wie gesagt, hat jetzt auch einen anderen Champions Freestyle Sniper, den hat er vorher nicht gehabt. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass jetzt die Defizite, die er gehabt hat mit der Beweglichkeit oder so, dass die da jetzt ausgeglichen worden sind. Das wäre natürlich schön, weil er hat ja eigentlich auch mega krasse Werte, wie gesagt. Was hat er ja eigentlich für Abschlusswerte? Ja, Stellungsspiel und Abschluss ist halt nicht so geil mit 83 und 82, aber durch Sniper, wo halt drei Striche in den Schuss gehen, sobald er dann die 10 Chemie hat mit seinem Loyalty-Bonus. Da kommt er auf jeden Fall bei beiden auf mindestens 90 und teilweise sogar über 90. Ich glaube, Stellungsspiel wird bei Sniper um 15 geboostet und Abschluss um 10. Glaube ich so ungefähr, ja. Schusskraft ist schon sehr geil. Fernschüsse werden, glaube ich, auch nochmal um 5 geboostet. Und sehr gut. Jetzt hat er in drei Spielen 4 Scorerpunkte. Das so kann schnell ganz gehen. Jetzt kommt aber erstmal die Calcio Art rein. Ach ja, was mir da auch gefallen ist, ich glaube, Insigne sag ich schon. Icardi hat jetzt, glaube ich, sogar einen Tick weniger Scorerpunkte als Mertens damals. Wir gucken mal. 34 plus 14 sind 48. 48 durch 43.
Ja, es sind nämlich 1,4 und Mertens hatte nämlich 1,5 Scorerpunkte ungefähr pro Spiel im Durchschnitt. Das heißt, er ist ein Tick schlechter von der Ausbeute her. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das passiert. Ich glaube, das liegt vor allem an seinen Vorlagen. Ich glaube, Mertens hatte, weil, guckt euch die Passwerte an, die sind halt nicht so geil. Klar, Maestro boostet den Pass ein bisschen. Oh, okay, 81 ist gar nicht so schlecht. Vielleicht liegt es an einem Langpass. Mertens war halt auch als Mittelstürmer, glaube ich, mit einem Langpass noch ganz gut. Ja, aber ich glaube, Mertens hat einfach mehr Pässe gespielt und mehr Vorlagen gebracht und deswegen kam dieser leicht bessere Scorerwert zustande. Aber Icardi hat halt einfach den total sicken Abschluss. Würde auch sagen, der ist besser als der von Mertens. Schießt geile Tore und hat fast so viele Scorerpunkte wie Mertens. Und da Mertens, also dadurch, dass dieser Icardi einfach eine Foot Champions Karte ist, kostenlos ist und ich die dann quasi nicht anders verwerten könnte und ich sie so aktiv nutzen kann und Mertens 100.000 aufwärts kostet, bleibe ich auch bei Icardi. Wenn es jetzt noch gravierender wäre, dieser Unterschied von Icardi und Mertens, dann okay, würde ich es natürlich machen und mir den kaufen. Aber da das nicht der Fall ist, behalte ich Icardi. Ich wollte das nur mal gesagt haben, weil der ein oder andere, der vielleicht zuschaut, die drei Zuschauer, die wir haben, da ist vielleicht der ein oder andere dabei, der dann ja, sich auch immer Ideen holt fürs eigene Team. Und wenn ich dann halt sage, dass da bei mir zumindestens, ich meine, ich denke, ich habe auch einen recht eigenen Spielstil, 4-2-3-1, diese Formation, die ich spiele, die spielt so gut wie niemand. Ist wirklich ganz selten der Fall. 4-4-1-1, das habe ich letztens auch schon mal gesehen, aber mich würde es nicht wundern, wenn er das nicht behält, sondern wechselt. Oh, er scheint damit zu spielen, das gefällt mir. Ja, ich glaube, diese Formation, die ich spiele, die spielen wirklich nur extrem wenige. Vor allem als Anfangsformation, deswegen ist natürlich auch mein Spielstil ein bisschen anders. Und was bei mir funktioniert, das muss da nicht bei allen funktionieren. Und umgedreht genauso. Sehr schön. Schöner Kopfball, schöne Flanke, das kann er ja, der Perisic. Das ist ein Foul. Interessant, dass es nicht gepfiffen wird. Wo er natürlich mit Aubameyang einen sehr schnellen Spieler. Das war Ball gespielt. Haben wir Reus mal ein bisschen geschrottet. Oh, wenn er mich da getroffen hätte, hätte es rot geben können. Wollte er sich revanchieren, weil ich in Reus reingekrätscht bin, aber wie gesagt, das war Ball. War natürlich trotzdem ziemlich grob, muss ich zugeben. Das war ja auch nicht geplant, also ich wollte einfach den Ball rausgrätschen und nicht den ganzen Reus noch mit kaputt machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er sich verletzt hat. Jetzt will er anscheinend hier auch ein bisschen rumgrätschen. Aber jemand Klick. Und nicht nochmal. Also auf jeden Fall nicht zu viel gegrätscht. Ich habe, als ich privat gespielt habe, auch ein bisschen mehr gegrätscht, ein bisschen getestet. Und da gab es dann doch die ein oder andere. Oh, ich wollte keine Schlussstellung machen. Die ein oder andere rote Karte gab es dann schon mal. Also, es ist jetzt nicht so, dass die gar nicht. Es gab auch die ein oder andere unsinnige rote Karte, wie ich finde. Aber es ist nicht so, dass die gar keine roten Karten verteilen würden. Und man immer nur erstmal gelb bekommt. Deswegen versuche ich jetzt zwar ein paar mehr. Ach du Scheiße. Ach, danke. Ein paar mehr Grätschen einzubauen, aber halt nur, wenn ich mir recht sicher bin, dass die geil kommen. Ist das Abate? Da war schon wieder super schnell. Ganz in Ruhe. Alter, was ist denn hier los? Hat er alle mal hinten? Und wieder nur Aubameyang von haben und komplett auf Konter spielen. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich hier machen soll. Weil ich kann nicht reinflanken, dann wird er halt direkt kontern. Das ist eigentlich relativ klar. Ich kann aber halt auch nicht wirklich, komme auch nicht in die Mitte rein, weil alles so
gestaucht dastehen. Der hat echt nur Aubameyang von. Hier, es sind einfach so viele. Ja, Gegner würde ich auch denken, was spielt der zusammen hier? Er rennt nur hoch und runter. Aber Gegner lässt mich einfach nicht durch. Und ich habe echt Respekt vor seinen schnellen Spielern, muss ich zugeben. Am Ende werde ich dann so 100% Ballbesitz haben. Ach, ich Trottel, hätte auch noch mal auf Icardi spielen können. War das Perisic? Das Geile an Perisic ist halt, dass er zwei beidfüßig ist. Ist, glaube ich, das erste Tor für uns, dass er beidfüßig ist. Ich hätte aber noch mal auf Icardi spielen können. Das war klar, wenn der Tor nicht so drin ist, alles richtig. Aber wenn er nicht reingegangen wäre, wäre es scheiße gewesen, weil Icardi war quasi frei durch. Hat man jetzt hier leider nicht gesehen. Aber geil, erstes Tor Perisic. Und ich finde da seine Jubelpose geil. Jetzt müssen wir weiter so konzentriert, wie wir es gerade gemacht haben. Wir haben keinen Ball verloren. Also jetzt gerade in der Phase, meine ich. Vorher schon. Das ist wahrscheinlich ein bisschen gepisst, vor allem weil mein Spielstil gerade ziemlich nervig ist. Also würde mich auch total ankotzen, wenn der Gegner hier auf stundenlangen Ballbesitz geht. War so nicht geplant, aber ging gut. Oh fuck, wie hat er denn den noch gekriegt? Da dachte ich jetzt echt, die Cardi köpft ein. War so klar. What? Das war kein Foul? Ja, jetzt ist er angepisst. Jetzt darf er auf gar keinen Fall. Am besten machen wir jetzt das zweite Tor, dann bricht er vielleicht ab. Und er darf auf gar keinen Fall ausgleichen, damit er weiter angepisst bleibt. Oh oh. Da haben wir jetzt richtig fettes Glück gehabt, dass der nicht drin war. Das Einzige, was bei Perisic halt Problem ist, er ist nicht so schnell, aber ich will ihm auch nicht Catalyst geben. Ich will halt auch, dass sein Dribbling noch ein bisschen geboostet wird, deswegen. Ich. Oh fuck. Ich kann ihm halt, oder ich will ihm halt eigentlich nicht Catalyst geben, das wäre die einzige Möglichkeit. Sehr geil. Oh, fuck, er ist nicht drauf reingefallen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, seine Pace noch weiter zu boosten, weil gerade sein Antritt ist halt ziemlich scheiße, aber in Anführungsstrichen natürlich immer, in Anführungsstrichen. Aber das ist, glaube ich, der krasseste Ballbesitz, den ich je hatte. 73%. Aber was soll ich machen? Was soll ich machen, Freunde? Es geht nicht anders. Und das ist eigentlich genau, ich weiß, es klingt komisch, aber so muss ich eigentlich spielen. Das ist mein Spielstil, dass ich keine sinnlosen Ballverluste zulasse. Und wenn es halt nicht anders geht, dann muss ich halt eine Stunde rumspielen. Das ist im echten Fußball genauso. Das ist halt mein Spielstil. Da ist halt manchmal ein bisschen nervig. Ich meine, wenn der Gegner mehr zulässt, dann spiele ich auch schneller. Es ist einfach nur, wenn der Gegner es halt nicht zulässt, dann muss ich eigentlich genauso spielen. Gerade in FIFA 18, wo es halt total riskant ist, irgendwie mal einen Ball zu verlieren oder Abschlusschancen zuzulassen. Boah, ich wollte natürlich keine Schusstäuschung machen. Oh, es scheint immer noch angepisst zu sein mit seinen wilden Grätschen, die er hier macht. Jetzt werden sie aber ein bisschen zu wild und das war ein scheiß Ballverlust. Das war einer dieser Ballverluste, die hätten nicht sein müssen.
Oh, fuck. So, jetzt hauen wir den mal weg, verdammt. Och, ich dachte, den habe ich. Krass. Oh, jetzt wird's eklig, jetzt wird's eklig. Ich wusste es. Ich konnte nicht nach vorne passen. Ich konnte mich nicht umdrehen, weil hinter mir zwei Leute standen. Das ging einfach gar nicht jetzt. Und genauso ist es dann auch ausgegangen. So, und jetzt versuchen wir wieder ein ruhiges Spiel aufzuziehen. Sehr geil. Darauf hatte ich spekuliert, dass jetzt irgend so eine dumme Flanke kommt, die eh nicht funktioniert. Sechzigste. Jetzt würde ich mir irgendwie beisehen, dass die 80. da ist. Das war so nicht geplant. Na komm, renn ein bisschen hin und her. Perisic. Schön gemacht von Perisic. Oh, geil. Doppelpack, 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 Doppelpack. Sehr geil. Sehr geil. Das ist der Deckel. Das hoffe ich doch zumindest mal. Sehr geil. Schöner Pass. Schönes Zusammenspiel. Vorher auch, wie er sich im Ball erarbeitet hat. Dieser Fehler von Kimmich quasi. Dann auf Icardi. Icardi schafft es, den schön die Vorlage zu spielen auf Perisic. Dann habe ich ehrlich gesagt ein bisschen Abschlusspanik gehabt und habe gedacht, scheiße, ich mach's jetzt am besten. Und dachte dann, okay, einfach versuchen, flach ins lange Eck. Und hat dann auch geklappt. Und sehr geil. Doppelpack Perisic. Also wenn er so weiterspielt, dann gibt es hier natürlich wieder keine Frage, ob er sich an Insigne vorbeisetzen kann. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Da kann ich noch mehr Scorerpunkte machen als Insigne. Das ist einfach unmöglich. Also mehr als 0,5 Euro ist auch mal gut. Ich frage mich halt auch genauso, wie ich. Ah, erstmal konzentrieren. Ich rede weiter, wenn das. Hier sicherer ist. Ja, jetzt kommen die Wutgrätschen wieder. Abseits. Ich frage mich halt auch, wie sich jemand mal, wer sich da an Brozovic oder an Arangis durchsetzen soll. Also die machen halt ein Scorerpunkt oder sogar mehr als ein Scorerpunkt pro Spiel als ZOM. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es mal einen gibt, der noch mehr macht, wenn ich ehrlich bin. Wobei ich schon zugeben muss, dass ich bei beiden halt noch sehe, okay, die haben auch manchmal Distanzschüsse, die gehen halt nicht rein. Ja, das war halt einfach total schwach geschossen. Und da geht es dann vielleicht irgendwann mal dahin, dass die halt noch mehr machen, aber es ist halt, ach, das war wieder dumm von mir. Richtig, richtig dumm.
Aber egal, sobald der Gegner noch ein Tor schießt, bin ich halt im Zeitspiel. Also ich hoffe mal, dass jetzt hier nichts mehr andrängt, wie gesagt. Und ich sehe es auch absolut verdient hier, dass ich hier führe. 2-0 ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ist auf jeden Fall erstmal eine verdiente Führung. Und das gegen eigentlich guten Gegner. Also ich glaube, ich habe hier wirklich größtenteils sehr konzentriert und gut gespielt. Und es wäre eigentlich noch mehr drin gewesen. Also ich hätte sogar noch besser spielen können. Gerade das zweite Tor war halt hervorragend rausgespielt. Das erste war ein bisschen Glück, das war schon von relativ weit weg. Aber gut, dafür ist Perisic ja da. Der natürlich mit gerade im Champions League der Maestro auch überragende Distanzschusswerte hat. Ich glaube über 90. Ja, jetzt denkt man natürlich, oh, jetzt hat er so aufgeschossen. Eigentlich wäre er mal ein Tor verdient, aber er schießt halt immer in geblockte Bereiche rein. Das ist halt, also er spielt sich halt nichts Freies raus, wie ich jetzt. Beim 2-0 zum Beispiel. Das war's. Ja, machen wir eine Torschance. Mal eine Flanke auf Perisic, aber zu nah am Fährmann. Geil, das war ein schöner Sieg, hat mir gefallen. Wirklich ein schwieriges Spiel. Zwei Tore von Perisic, Vorlage, zweimal Icardi, okay, sehr schön. Gegner hat auch häufiger geschossen, aber wie gesagt, es ist ein Unterschied, ob man ob man halt in gedeckte Räume reinschießt oder ob man alleine aufs Tor zugeht oder oder ob man halt aufs freie Tor schießen kann, was ich in beiden Fällen gemacht habe, wo ich mein Tor geschossen habe. So. Dann geht's beim nächsten Mal wieder Bundesliga. Nein, nicht weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Daumen nach oben. Tschö, tschö.